Ich wurde so geboren, ich werde so bleiben, bitte sterben. Ich wurde so geboren, Antifaschist für immer. Ich habe jetzt da die Lautstärke ein bisschen gefixt, jetzt solltet ihr mir ein bisschen besser hören und die Musik sollte nicht mehr so laut sein. Und die Bildqualität habe ich verbessert, wie ihr da vielleicht seht. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen zu sagen. Erstens habe ich es wieder mal geschafft, dass Fraps meinen Ton schon nicht aufnimmt. Aber diesmal wollte ich nicht einfach blöde Musik drin tun, sondern ich mache es jetzt einfach nochmal. Aber wir werden einfach keinen Gegner haben, es ist nicht so lang. Also. Und ohne Gegner geht es eh schnell. Aber ich muss nochmal das wiederholen, was ich sage. Also was ich vorher gesagt habe, ein paar Informationen gemacht. Und vielleicht vergesse ich jetzt ein paar Sachen. Aber ich probiere es jetzt zu sagen. Also, erstens. Ja. Ich musste neu anfangen. Ja, habe ich einfach mit Führerspulen, einfach Führerspulen gemacht. Ihr habt es jetzt am Ton gehört. Extra habe ich das jetzt darum gemacht, um euch das ein Beispiel zu geben, wie es Führerspulen geht. Weil vielleicht wissen es ein paar ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Also. Also das war jetzt alles ein Witz gewesen. Sorry. Ja, und dann haben wir da Pokémon antrainiert. Der Artyom heisst plötzlich Artyom, ich weiß nicht wieso, egal. Mauchi habe ich mir einfach so gefangen, random, und Kadabra ist OP. Das ist es. Hier. Yeah. Und Artyom, weiß auch nicht wieso der jetzt plötzlich mit N. Also. Was gibt es neue Appen? Ich habe meine neue Farbe Appen. PC ist kaputt und ja, wie soll Game Boy Advance, hat sie habe ich nicht mehr gefunden. Also Festplatte hat es zerschmettert und sie haben es repariert. Die Sicherung ist aber nicht so erfolgreich. Das Wichtigste war zwar drauf gewesen, aber Sachen wie das Word und eben da so Spielstände von Spielen, wo nicht online, wo man nicht online kann spielen, sind weg. Ich hoffe nicht so eine externe Festplatte, aber es ist so etwas nicht mehr passiert. Glücklicherweise sind die Videos noch da. Und ich kann euch alles noch aufladen. Also ich habe euch alles aufladen vorher. Wie ihr seht, eben ohne Kämpfe sind wir hier schon in Orania City. Ist nicht so speziell gewesen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich eigentlich die Infos so gegeben, was ich machen will. Wir haben ja von Bill irgendwann ein Bootsticket bekommen. Und soweit ich weiß, ist da Hunger. Irgendwo, also ist da Hunger ein Hafen und... Willkommen auf der MSN! Oder Anne. Ich weiß nicht. Ich sage einfach N. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, du Topo. Ich zeige dir das mein Bootsticket in your face, Mann. Da. Großartig! Willkommen auf der MSN! So, verpiss dich. MSN? MSN? Ja, Schleichwerbung. Haha. Hallo? Viele Passagiere sind hyperaktiv auch. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kämpfchen. Ah. Irgendeines von diesen Zimmern gehört mir. Ich war jetzt nicht mit dem Spaß zu heute, wo zuerst mein eigenes Zimmer finden. Wo ist mein Zimmer? Hallo? Zimmer? Ja, super. Also fangen wir mal an schlägeln mit diesen Typen. Der will schon mal nicht schlägeln, das ist gäbig. Was nehmen wir zuvorderst? Ich glaube, das, was im Moment noch schlecht ist. Der Artyom. Er wird hier in der Arena nicht trainieren, darum trainieren wir jetzt noch ein bisschen. Hallo! Du bist ein Geheimagent und verfolgst Team Rocket. Du bist schon interessant. Für unser Publikum. Ich bin total in Pokémon vernarrt, du auch. Nein. So ein Tierli-Ficker oder was? Wie nennt man die jetzt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Nidoran. Ey, Nidoran, man, shit. Urstark, Kollege. Du musst sterben, auch im Biss. Fick der Hure. So, was gibt's noch? Ah ja, genau! Wieder vor einiger Zeit habe ich gesehen beim Lunixas, machen wir die wieder safe. Gibt's
Battlefield Premium, aber im Moment bin ich ein bisschen mit Battlefield tief. Ich habe lieber ME3, wie ihr es bei meinen Uploads da auch seht. Und ja, ich spiele als Noob. Ist das Beste. Oh, Durchbruch. Schnell Themawechsel. Durchbruch ist eigentlich noch gut. Ah, eine kalte Nase. Wieso nicht so eine kalte Nase? Es ist 27 Grad und ja, kalte Nase. Wieso habe ich eine kalte Nase? Da, das ist die kalte. Durchbruch, wie viel nimmt? 75! Heilige Maria! Menki, das ist gerade etwas für dich. Menki kann maximal 4 Attacken. Soll eine Attacke vergessen werden? Also. Das ist gegen fette Gegner. So gegen Furioso oder so. Das ist 50, das ist 75. Ich tue Fußkick. Weg. Oh, das sieht so geil aus. Schwupp. Haha. Menki vergaß Fußkick. Hätte die Animation gesehen, das ist genial. Und Maschine bereit! Ding! Menki erlernt Durchbruch! Yes, Mann! Yes! Yes! Oh, Schaufler haben wir auch noch. Brauchen wir gut? Wer kann's? Wer kann's? Wer kann's? Wieder das Menki. Was passt denn halt zum Menki? Hast du irgendetwas zum Vergessen? Ich glaube, ich tue mega Kick weg. 5 AP und trifft etwa nie, das kann man vergessen, ich könnte schmeissen. Gang weg. Kann man es nicht überspringen? Schwupp! Menki vergaß! Ja, jetzt kann ich es überspringen. Menki lädt den Schaufler! Kopfstimme! Ja, Kopfstimme. Das müssen wir nämlich in Musik lehren. Ja, im Gimmer muss man in Musik lehren. Das ist unglaublich komisch, aber man muss... Unzählige Pokémon gefangen. Ja, sie hat unzählige Pokémon gefangen. Sie ist ja. Nein, Pädophilie ist nicht gut. Komm Artyom, zeig mal die Biss. Skadoosh. Ah nein, Achtung. Insider-Ankündigung kommt jetzt. Biss heisst ab jetzt Schnäppi-Catcher. Genau, Schnäppi-Catcher. Guckt auf Schnäppi-Catcher und das Schnäppi vom Taubs ist gerade weg. Obwohl es ein weibliches ist. Niederan Weibli. Ja, ich glaube, wir setzen mal da ein Schnäppi-Catcher ein. Komm, Atjom. Catch mal dieses Schnäppi. Und bis ihr das Schnäppi ist vergiftet gewesen. Ja. Nidran ist zurückgeschreckt. Ja, bei so einem Schnäppi-Catcher schreckt man halt gerade zurück. Komm. So. Ja. Nein. Aber es steht noch. EM steht da. Aber da wird jetzt nichts Grosses. Nur wenn es aufgeladen ist. Eh schon 8 auf Finale, oder? Was 8 auf Finale? Fail, ja, 8 auf Finale gesehen. Viertelfinale oder Halbfinale, wenn ich das aufladen, ist auch schon. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das wir jetzt... Oh Mann, habe ich das Gegengift? Bitte! Bitte! Ja! Mir ist Gegengift! Oh! Oh. Okay, es wird keine Wirkung haben. Die Vergiftung wurde ja wurde geheilt! Oh yes, Mann. Ich weiß nicht, wieso das so unepisch steht. Ich meine... Vergiftung, ist das nicht etwas Schlimmes? Und dann so, oh, die Vergiftung wurde geheilt, wie immer. Ich mache allein Urlaub und meine Pokémon begleiten mich. Opfer. Der Mann ist Schnauz. Nicolai Sarkozy, heißt er nicht so? Ah nein, doch Nicolai Sarkozy. Ah, Artyom, es heißt sogar Artyom. Das seht ihr, der Beweis. Ich habe es erst jetzt gefunden. Fukano.
wirst zerstört von Aquaknarre. Skadoosh. Glut, ja, ist sehr effektiv gegen das Wasser-Pokémon, das ist jetzt richtig brach. So, Aquaknarre. So, 351. Oh, Level 21. Schon wieder das Vulcano. Vielleicht können wir es jetzt sogar instant töten, ja. Der hat richtig. Mann. Die Hure Bedroher. So, Aquaknarre, los! Das war sehr effektiv und er war Volltreffer! Ja. Ja, es packt auch nicht mehr so rum. Seit mein Kompi jetzt neu ist. Also neu. Ja, er packt nicht mehr so. Das ist noch gäbig. Da rein. Nichts, was hast du? Du siehst müde aus. Komm, ruhe dich kurz aus. Das ist gäbig. Also da ist es. So wie ein schnelles Pokémon Center ohne elektronische Hilfsmittel. Wieder der Rotznase. Du Rotznase, was fällt dir ein? Oh, wieder der Mann mit dem Schnauz. So, und los, Schnecken, nieder an sie, Schnäbi ab. Oh Mann, jetzt nicht gebracht. Nochmal, Schnäbi-Ketscher, du Schwuchtel, Artyom, du Schwule. Artyom ist so ein Schwuchtel, immer Schnäbi-Ketscher. Eieiei, Artyom. Ja, nichts gegen Schwule. Nein. Aber so ein Russ, der irgendwo im Metro muss. Ah, jetzt weiß ich, wieso der die Homo Novis oder wie die heißen kann killen. Mit Schnäbi-Ketscher. Aha. Naja, es rausgefunden, du kleine Schwuchtel-Artyom. Ja. Naja. So. Kadabra. Ist stark. Mit seinem Löffel kann das alles. Dun. Was gibt's hier? Hast du mir etwas sagen? Hä, Fresse, bin doch nicht dein Steward. Vielleicht der Artyom ist vielleicht dein Steward. Aber ich nicht. Ja, jetzt hab ich nichts mehr zu sagen, darum sing ich mein Mainstream blöd. Ah, so blöde Köch. Fetti. Ah, das Item. Superball. Ja, und noch eine kleine Info. Ich werde... Wie soll ich das jetzt erklären? Nicht sehr... Nicht alles machen. Also... Wobei, ich weiß gar nicht. Nein, der Rot kann man hier nicht besiegen. Da bin ich ja selber ein Idiot. Fail. Da gibt's auch nichts. Hä, wieso hat jetzt da drin so gesurrt? Egal. Kleiner Soundbug gsi, auch. Der hat's aber gar nicht gehört. Ah, seitdem. Hä, fick dich! Wo warst du, als die Party lief? Ja. Wo du bist, wollte ich auch nicht wissen. Auch ein, wo ich am Abstürzen. Wo ja auch so siehst du aus. Haha. Los, mal. Abspritzer. Ah, oh, ein geiler Insider. Artyom setzt Abspritzer ein. Hyperzahn. Uiuiui. So, Artyom, spritz mal das Ratzfratz ab. Und es geht aus. Ist gerade in Ohnmacht, weißt du. Das Soffe ist in meinem ganzen Gespritze da. So. Pikachu. Menki, du bist dran. Du kannst jetzt eine gute Attacke da.
Attacke, du, eine gute Attacke! Ah ja! Attacke, Schaufler! Ein bisschen eingraben da. Ja, Rundenschlag. Darf ich etwas schneller bitte? Na, no, es geht so lang. Ganz langsam, nein, nicht langsam. Da. Ich kann es irgendwie uninteressant, wenn ich mir sagen, kein Thema mehr. Ich weiß, dass. Ah! Ach, der Arsch! Der Arsch kommt! Shit! Also. Wir haben bereits 40% verschiedene Pokémon gefangen! Ja, den Rest hat man nicht gehört, weil meine grandiose Stimme ist immer weg. Es gibt eine riesige Vielfalt! Versuch dein Glück im hohen Gras! Fick, die gib mir keine Tipps, du Hurenarsch! Oh mein Gott, ey! Das ist ein richtiger schwuler Porno, der da abliefert. Mit dieser Pose. Batze. Gaylord Fucker hat ihn lieber genannt. Los, Artyom! Oh nein, gegen den setzt sie sicher nicht Schnäppi-Catcheri. Nein. Ruckzuck-Hieb vom Tauboga. Aquavelle vom Artyom. Ah ja, das habe ich ihm beigebracht. Das ist so nicht... verwirrt. Nicht weiter zurückgerufen. Jetzt kommt das Bisasam sicher. Knosp? Oho! Ja. Aber Aquaval... Nein, es ist nicht verwirrt. Also los, jetzt kommt Kommentator hoch 2. Wir wechseln das Pokémon und jetzt nehmen wir das Kadabra. Ja, es ist so episch. Was wird echt passieren? Das Artyom kommt zurück und er wirft das Kadabra. Es ist unglaublich. Und das Schlafpuder. Jetzt pennt schön mal. Bis es aufwacht, muss ich leider vor der Spule. Es geht schon zu lang. Egelsamen. Es schläft immer noch. Fuck. Nee, du hure Sohn, du hure Arsch! So ein Arsch! So, ich fick dich, was jetzt ein Kampf mit epischen Kampf und schon wieder... Yes! Es ist daneben, du hure Wichser, ja? So, jetzt Windstoß! Skadusch, du hure Wichser, jetzt bist du tot! Und das Tauboga ist Level... Ach, schon Level 22, siehst du? Und jetzt hat es schon mehr Spezialangriff als Angriff. Das ist unglaublich gut. Kadabra. Und Tauboga. Tauboga Level 23. Was? Nicht. Wechseln. Bleiben beim Tauboga. Ja, ich drücke B nicht an. Von dem Hurenarsch. Ruckzuckieb, los. Skadoosh, Baram, Sumash. Ah ja, du deutsche Wörter. Stirb. Ratikarl. So, jetzt Ratikarl, jetzt kommt unser Menki zum Zug. Ich glaube, das Ratikarl tut er den sogar entlassen. Weil wenn er das behalten würde, wäre er ja richtig episch, schon so schwach wie nichts. Level 16, das tut er eh frei lassen. Durchbruch! Neue Attacke! Skadoosh! Bam! Ja, One-Hit instant tot. Und Kadabra. Mann, er hat so... Jetzt kann nur der Artyom kommen. Mit sie... Mach schneller. Im Schnäppi-Catcher! Okay, das wäre jetzt der grösste Fail gewesen. Oh Mann, das wird knapp. Nein, er kann zuerst angreifen. Angreifen. Ja, falsch betonen ist auch ein bisschen Insider. Malzi, wirst geopfert. Und wie bringt es jetzt? Mann. Es bringt nichts. Wieso haben sie es geopfert, Mann? Verwirrter Typ bin ich. So, ruckzuckieb. Skadoosh, Skadam, Skabradadash und... 712 besiegt Rivale Arsch! Yes! 720 Geld eingesackt und...
Es ist so lange, dass ich ein Klassenmeister mit Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein sehr kranker alter Mann. Du solltest den alten Mann besuchen. Nein, er sagt nicht Ciao. Er ist nämlich kein Italiener. Sie arrogant abgegangen. Oh mein Gott, du arme Kotztyp. Bist auch eine Party ein bisschen abgestürzt, hä? Ure besoffene Sich. Mir geht das gar nicht gut, ich habe zu viel gesoffen. Mann, ist das... Nein, Artyom massiert dem Kapitän den Rücken. Rup... Sorry, aber... Rupel, leider yes! Rupel, Schruppel! Okay. Ah, ich da... ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider erlernen? Ja. Ich könnte es dir beibringen. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du beim Pokémon den Umgang mit Zerschneider ganz leicht bei. 712 erhält VM1. Ja, wir können kleine Bäume fällen. Probier es doch einfach. In Orania City aus. Ja, und da damit verabschiede mich jetzt von dem weiteren Part. Ja, am Schluss ist es noch sehr lustig geworden. Und bis zum nächsten Mal, euer Simu 12. Jo, tschüsseledi und rein mit dem Fritzli.